Moin Moin Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu der Review von Lego Batman, die Zeitschrift Nummer 3. Viel Spaß dabei! Ja, Loschen hat mir mal eben eine Zeitschrift wieder geschickt, die Nummer 3 von Lego Batman. Ja, die ist natürlich jetzt rausgekommen Anfang Februar. Loschen könnt ihr hier finden, das ist deren Social Media Kontakte. Geht doch mal gerne rauf, die werden sich wahrscheinlich freuen. Klar gibt es die im Zeitschriftenhandel zu kaufen und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz rein. Also es gibt hier eine Figur, Limited Edition Batman. Und die werde ich euch vielleicht trotzdem noch zeigen und eine Ninjago Kartenset hier. Und dann gibt es dann halt so Infos, Original Lego Minifigur, Batman mit Enterhaken, Kanone. Ist da halt drin. Mit zwei starken Poster und ja, also dieses Mal kriege ich die Fledermaus. Hahaha, sagt er hier vorne. Ja, es sind natürlich sehr viele Sachen drin, Infos zu Ninjago. Hier halt dann extra die Minifigur, Comic Teil 1, Bat Mission 1, fangen die Schurken ein und ja, so viel kann man ja auch gar nicht so zeigen, außer man sieht hier so die Comics, ne? Dann halt klar Infos zu Batman. Also das könnt ihr hier so sehen. Dann gibt es hier noch. Ja, wie gesagt, die Comics sind eigentlich ganz cool gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und was haben wir denn noch so hier? Hier ein paar Rätsel für Langeweile auf eure Toilette, ne? Also auf eure Toilette, da könnt ihr ein bisschen dann hier erstmal ein bisschen rumrätseln. Ein cooles Poster, das wird wahrscheinlich mein Sohn sich an die Wand hängen. Ja, und dann hier nochmal die andere Seite vom Poster. Klar, noch weiter ein Comic. Also, ich finde das schon cool, das kann man sich mal angucken eigentlich. Also Batman würde ich mir selber sogar kaufen. Die nächste Variante zeige ich euch auch gleich, nämlich was übernächsten Monat rauskommt. Dann einmal ein Expertenquiz. Also ja, coole Gadgets verstaut Batman in seinen. Ne? Wo verstaut er das? Natürlich in seinen Gürtel. So, dann Batgirls echter Name ist natürlich Barbara Gordon. So, das sind so Sachen, die kann man natürlich dann hier rausfinden. Ich wollte es dann raushauen, ich weiß. Aber mehr sag ich nicht, ihr solltet auch ein bisschen selber drauf kommen. Sag uns deine Meinung, kannst du ihn auch nochmal hier ein bisschen machen, seine Meinung sagen, dann kannst du sogar ein Set gewinnen. Und am Schluss gibt es dann halt nochmal Infos zu Ninjago und hier nächsten Monat ist dann, übernächsten ist halt Harley Quinn drinne. Da habt ihr die Daten, die ist halt drinne, die sieht auch echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier steht auch nochmal drinne die ganzen, natürlich hier Infos, meine waren natürlich richtig, nein, aber ich bin auch ein Spinner, ne? Dann würde ich sagen, zeige euch mal kurz eben hier die Figur, wie sie aufgebaut ist und ich packe sie mal aus. So, da habe ich sie jetzt aufgebaut, ne? Und die sieht dann nämlich so aus. So, da könnt ihr sie sehen. Also es hat sich nicht viel verändert zu der anderen Version. Wer die letztes Jahr nicht bekommen hat, der kann sich die jetzt gerne holen, diese Variante. Ich finde sie eigentlich ganz cool. Sie sieht aus wie aus der Lego Batman Movie Show, wollte ich sagen, aus dem Film. Ja, mit dem Cape und so weiter. Aber nächstes Mal, übernächsten Monat, aber ich freue mich auf jeden Fall auch im April auf die Harley Quinn-Figur. Die habe ich nämlich noch nicht. Aber die ist auch sehr nice. Also, die ist sehr detailliert, wie man Lego kennt. Und ja, dann habt ihr auch noch halt eben, wenn ihr die noch hier sammelt, da habt ihr noch hier diese ganzen Trading-Card-Sets. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Man hat was gelesen, man hat was gespielt oder man macht eine gute Sache für seine Kinder und dann hat man eigentlich alles. Ne? 3,99 im Zeitschriftenhandel ab sofort. Viel Spaß damit und ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, dann lasst doch mal ein Like da, ein Abo. Ne? Sagt das doch euren Leuten natürlich gerne weiter, dass es mich gibt. Ne? Und bis zum nächsten Video, würde ich sagen, Leute. Ne? Bis dann und ciao. Bam.